Ja, und damit herzlich willkommen zu der vierten Episode von Stationen in Simrail. Die erste Station, die werdet ihr schon kennen, wenn ihr die anderen Simrail-Videos von mir kennt, denn es ist Gora Vlodovska. Aber im Rahmen der Serie würde ich sie trotzdem mal kurz vorstellen. Was haben wir hier vom Gleisbild? Wir haben hier links einen SBL-Block nach Zawirsi, rechts nach Psari, recht lang, haben hier das Durchfahrgleis und zwei Ausweichgleise, wo man Züge überholen lassen könnten oder wenn jemand hier enden muss oder ein Problem hat, dann kann er hier reinfahren. Ziemlich straight forward, semi-spannend würde ich erstmal sagen, hier den Fahrdienstleiter zu machen, aber für Anfänger garantiert nicht schlecht. Nachdem ich jetzt hier ein bisschen rumlaufen werde, mache ich hier schon mal die Fahrstraßen. Sehr gut. Und dann werden wir hier kein aufhalten. Okay, unser Arbeitsplatz. Sehr überschaubar. Haben hier eine Klimaanlage drin, Wasserspender. Nichts Besonderes, was wir nicht schon irgendwo mal gesehen hätten. Hände ist aus. Gehen wir doch mal kurz raus. Okay. Das ist die Ansicht von draußen. Wir haben hier einen kleinen Parkplatz. Das ist unser Auto. Moin. Wieder der große Funkmast hier. Mal schauen, ob es hier irgendwas Interessantes zu entdecken gibt. Sieht aber nicht so aus. Mal sehen, ob wir raus auf die Straße können. Oh nein! Sind eingesperrt. Aber nicht ganz, denn wir können hier raus. Das ist die Station. Mache ich doch gerade schon mal ein Foto. Und unser Häuschen ist gar nicht beschriftet. Na gut, dann gehen wir mal kurz noch hier unten. Da sind wir schon eine Schutzweiche hier. Das sind die zwei Durchfahrgleise. Rechts hier die Ausweichgleise bis nach da vorne. Geht dann da wieder zusammen. Und hier haben wir das eine Gleis, was hier weggeht. Moin, liebe Kollegen. Kommt auch in meinem Dreierpaar hierher. Versuchen wir doch mal kurz hier reinzugehen. Oh, das geht. Handweichentest. Nope. Die kann man auch nicht bedienen. Also kleine Lagerhäuschen hier. Und so wie es aussieht, haben wir hier ganz viel nichts. Ob die Schienen drunter weitergehen? Aber wir können gar nicht rein. Aber hier geht ein Schienenstrang noch weiter. Was jetzt gerade noch... Ah! Sieh einer an. Da hinten geht es weiter. Ist hier dann Schluss? Nein. Wir gehen hier noch weiter. Dann muss es hier mal so eine Art Abstellgruppe gegeben haben. Hier liegt noch ein bisschen Holz rum. Die Schienen sind nach wie vor da. Wir können da durchgehen. Okay, spätestens hier sieht man es nicht mehr. Sind vermutlich bis hier hingegangen. Was auch immer da mal in der Vergangenheit gewesen ist. Es sieht auch so aus, als wäre hier vielleicht nochmal ein Gleis gewesen. Sehr viel Natur. Und da unten hat es noch ein Häuschen und auch da links. Da gehen wir natürlich hin. Mal schauen, ob es da was Interessantes zu entdecken gibt. Züge kommen jetzt eh erstmal keine. Und wenn, dann wird es eh angekündigt werden über das Chatfenster. Von daher, alles gut. Herzlich willkommen im Walking Simulator 2021. Und ich glaube, wir sind eine Frau. Ich glaube, das war eh auch hier, wo ich mal den Test gemacht habe, ob man beim Fahrdienstleiter reingehen kann. Und ja, das kann man. Man kann aber nichts machen. Aber der Fahrdienstleiter hat mich dann nicht gesehen. Es wäre ja auch ziemlich fies, wenn man als Fahrer beim Fahrdienstleiter reingehen kann und das Stellwerk quasi übernehmen kann. Andererseits war es auch cool bei großen Szenerien, wenn man sich das irgendwie aufteilen kann. So, da Fahrt, wunderbar. So, nicht mehr weit. Gleich sind wir da. So, da ist eine Schutzweiche. Auf der anderen Seite gleich nochmal. Ich glaube, das Häuschen da links ist jetzt weniger interessant. Das sieht
langweilig aus. Aber da könnte man vielleicht was sehen, hier bei dem hier. Bugtechnisch habe ich hier jetzt noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, das passt jetzt gar nicht. Also vielleicht ein bisschen weiter hinten bei den Straßen oder so, aber wer geht da normalerweise auch schon hin? Und da wären wir jetzt auch bei diesem kleinen Häuschen hier. Hat sogar einen kleinen Anschluss. Naja, aber da glaube ich, ist schon länger keiner mehr runtergefahren. Kann man da rein? Nö, ich klipp da auch durch. Ich kann sogar reingehen. Post 11. Bis. Okay, soviel zu den Bugs. Ja, ich glaube, das sollte nicht so aussehen. Es ist irgendwie Gebäude im Gebäude. Sehr schräg. Auf alle Fälle mache ich da Fotos für das Forum, aber dann haben wir das hier auch gesehen. Ich glaube, wenn man hier schnell vorbeifährt, wird es mir eh nicht auffallen. Aber wenn man halt so rumgeht, dann natürlich schon. Okay, mehr gibt es eigentlich hier in der Station gar nicht zu sehen. Eben hier die Bundesstraße. Wir könnten eigentlich nochmal kurz raufgehen, damit wir das gemacht haben. Ja, nicht wirklich spannend. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ab zur nächsten Station. Ja, und damit wären wir auch schon bei dem nächsten Stellwerk. Wir sind hier in Lazy LC und da gibt es wieder Knöpfchen zum Drücken und da ist einiges geboten hier. Was haben wir hier denn? Schauen wir uns doch mal kurz oben. Wir haben hier die große Hauptstrecke, wo ihr rausschauen könnt, die splittet sich da vorne. Wir haben hier den Umfahrungsstrecke von hier hinten. Und auf der linken Seite sehen wir das hier eine Strecke. Und das da hier ist ein ehemaliges Depot, wenn ich das richtig verstanden habe, was aber aufgelöst wurde. Hier die ganzen Sachen stehen noch da, aber die sind nicht mehr angeschlossen. Ich denke mal, das werden wir dann sehen, wenn wir draußen sind. Auch da Weichen abgeschnitten. Da passiert leider nichts mehr. Da wäre es noch interessant zu sehen, was hier hinten passiert. Das Blöde an dieser Station ist, ihr habt recht gut Verkehr und mit lang rumlaufen ist ein bisschen blöd. Also, den ganzen Teil hier, den könnt ihr eigentlich komplett ignorieren. Da ist nichts angeschlossen. Das könnte theoretisch auch weg, da könnte man was drüber pappen oder sowas. Aber wir haben hier wichtige Anschlüsse. Einerseits links haben wir Lazy LB mit 1, 2, 3, 4, 5 Gleisen, aber wir haben eigentlich 6 Gleise. Denn der Anschluss hier unten geht ebenfalls nach Lazy LB. Das sieht man da. Vermutlich irgendwie eine Strecke, die hier das ganze Depot so umfährt und kommt dann hier rein. Gilt hier als eingleisig. Hier auf der rechten Seite haben wir Dravova, ich kann es nicht aussprechen, und noch den letzten Anschluss mit Prezmiaki. Jetzt habe ich noch keinen Zug gehabt, der hier runter musste, aber der Anschluss wäre da. Vermutlich kommt es noch. Ja, wie sieht der Fahrplan aktuell so aus? Die allermeisten Züge fahren von links nach rechts, rechts nach links und dann gibt man hier die Durchfahrten. Wir haben hier meinen Kollege. Da sind jetzt zwei Hauptgleise. Kann man die Fahrt geben. Und ab und zu kommt Lazy LB daher und fragt, ob hier auf dem Gleis da die Strecke frei ist. Dann müsst ihr es entsprechend annehmen und dann kommt hier meistens eine einzelne Lok oder Güterzug daher und den müsst ihr dann darüber schicken. Obacht auf den Fahrplan. Wir haben hier unterschiedliche Kennungen vom Anschluss. Wir haben hier 1, 186, 154, 160, 154. Das gleiche hier auf der linken Seite. 154, 186, 11, 160. Blinkst denn du jetzt eigentlich? Was hast denn du jetzt vor? Warum hast du das jetzt hier aufgelöst? Interesting. Gut. Ja, weil wenn wir dann hier in den Fahrplan reinschauen, dann seht ihr hier, wo nehmen wir das Beispiel, da Leitnummer von Drabo Hamichtod nach Lazy LB Anschluss 186 oder hier 160 und ansonsten 1. Also da müsst ihr schauen, wohin der Zug eigentlich muss. Entsprechend aufpassen. Nicht, dass ihr den falsch irgendwo hinschickt.
Sonst ist die KI in Lazy wieder unglücklich und dann gibt es im Multiplayer hier wieder Stau. So, habe ich jetzt demnächst hier irgendwie Verkehr? Schaut mal nicht so aus. Einfach nur for the time being, gebe ich mal hier kurz Fahrt. Beide Richtungen und dann versuchen wir mal schnell hier rauszugehen, solange ich die Zeit noch habe. Es wäre draußen. Schönes kleines Stellwerk hier. Das ist eben die eine Linie, die hinter uns hier verläuft. Das Linie ist einfach die Umfahrung hier. Da habe ich persönlich jetzt noch nichts gesehen, was hier entlang gefahren ist. Stromanschluss, immer wichtig. Und unser Stellwerk an sich. Ganz schön weit oben. Hier der Anschluss für das Depot. Das meiste Zeugs liegt noch da. Ach, wir haben wieder die Arbeiterkollegen. Dreiergruppe, die Signale sind auch alle aus hier. Coole Weiche. Gefällt mir. Ja, und teilweise sind die Sachen hier halt einfach abgeschnitten. Okay. Und geht dann auch bis da vorne. Hier ist die Hauptstrecke. Gäbe es da vorne was Interessantes zu sehen? Ach, was soll's. Schauen wir uns das da vorne mal kurz an, wie das so aussieht. Wir können ja hier bei den verlassenen Gleisen gehen. Sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Oh, sieh an. Da ist sogar noch ein Stück Oberleitung da. Und der Christian Linter grüßt mich. 245051. Hört jetzt bei mir durch. Christian Lindner. Driver, 4 Kilometer. 9 Kilometer. Sorry, falls ich dir jetzt mal kurz nicht antworte. Und irgendwie findet SimRaid das gerade nicht so gut, dass ich hier rumlaufe, weil es ruckelt ein bisschen. Leider nicht ganz so schön. Also das sei mal kurz zu entschuldigen, aber wie oft macht man das dann schon? Du bist außer Funktion. Ich glaube, lieber ist mal schön, wenn wir ein Foto machen. Da ist hier sogar eine Schwelle drauf. Bitte einmal hier nicht reinfahren. Das wäre doch noch ein schönes Foto. So. Ansonsten. Hier der Strang, der geht hier nach oben. Der macht dann hinten Überwerfung auf die andere Seite von hier. Da vorne ist ein Halt. Und ansonsten schöne Durchfahrt. Gehen wir wieder ins Stellwerk. Mal schauen, ob hier noch alles in Ordnung ist. Sieht aber gut aus. Da kommt erstmal nichts. Und auf dieser Seite auch nicht. Okay, dann gehen wir Richtung Depot. Oder von dem, was halt noch irgendwie da ist. Orientierung. Sieht schon cool aus. Ein bisschen Lost Places-Style hier. Sieht man sogar, hier hat es vermutlich meine... Ja, doch, hier hat es meine Oberleitung gehabt. Ist aber eine krasse Entscheidung, dass man sich entschieden hat, hier das Riesenareal einfach aufzugeben. Ja, jetzt blendet leider die Sonne etwas. Das könnte noch etwas dauern. Train 40180. Hoffentlich ist der auf dem Teilstück, wo ich jetzt die Fahrstraße gemacht habe. Einzug steht. 42132, vermutlich an der Plattform. Schade, also hier wird man im Spiel leider nicht reinfahren können. Aber... die Atmosphäre irgendwie schon ganz cool. So, hinter der Kurve schauen wir mal, ob sich das lohnt, da weiterzulaufen. Ausfahrt bekommen. 245. Muss ich doch mal nachschauen.
245051. 2. Was ist denn der? 245051. Der ist bei mir gar nicht auf der Liste. Ah, nochmal ganz kurz kontrollieren. Nee. 245051. Gut, und der andere Zug, der ist genau auf der Fahrstraße, die ich da gemacht habe. Das ist 40180. Nochmal kurz kontrollieren. 40180. Ja, check one. Cool. Dann gehe ich nochmal raus. Und ich laufe nochmal nach vorne, gebe aber einen kleinen Cut für euch. Ihr müsst das ja nicht nochmal ansehen. Bis gleich. Okay, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter nach hinten gelaufen. Also da vorne haben wir das letzte Mal aufgehört, als ich dann wieder in die Station zurückgegangen bin. Das ist jetzt quasi hier so nach der Kurve. Die ganzen Steuerelemente für die Weichen sind ja auch alle weg. Alles empty, aber hier die große Aufteilung. Und so wie es aussieht, endet das Ganze da hinten. Ah, war schon kein kleines Depot hier. Ah, und das sieht man jetzt ja auch ganz gut bei der Strecke dahinter, wie die hier so eine Kurve macht nach da hinten. Und da wieder zu lazy geht. Ich denke, es macht nicht viel Sinn, wenn man hier noch viel weiter geht. Ja, gut, wir könnten abschlusshalber natürlich hier bis zum Anschluss gehen. Aber dann hat man jetzt hier auch ein bisschen Gefühl, wie die Strecke so aussieht. Ist hier eine zweite Strecke? Da ist ein Gleis. Was ist denn das hier? Das habe ich. Hä? Ah, das ist vermutlich das eine Depotgleis, was unter dem Tunnel durchgeht. Und das fährt dann vermutlich hier nach oben. Aber wenn man sieht, geht es nicht sehr weit. Hier ist dann End of the Line und da vorne ist der Anschluss. Ja, genau. Das ist die normale Strecke hier wieder. Das kommt wieder zusammen. Und das Ganze hier, so wie es aussieht, geht auf Kopfgleis hier zusammen. Okay. Da fährt auch schon ein Kollege. Wenn der wüsste, wo wir stehen. Okay. Schauen wir mal kurz hier rein. Ich will hier keinen Stau verursachen. Das ist ja alles. Oh, wir haben die Anfrage von da unten. Ja. Hallo. Sehr gut. Oh, ich wusste gar nicht, dass hier von unten was kommt. Ist der Path for 245 und Check for Clear. Ja, 245051. So. 245051. Wunderbar. Oh, scheiße. Das war von der Probe. Entschuldigung. 245051. Alles klar. IP Disclay vor 245051. Das ist 10450. Was kommt denn da? Aktuelle Uhrzeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das für ein Zug ist. Lazy LP. Das ist einer mit Verspätung. Jetzt 60. So macht der da oben jetzt auch eine Anfrage. Spannende Sache, also der hat auf alle Fälle die Ausfahrt schon bekommen. Und wenn es dann durchgehend rot leuchtet, heißt, dass er über das Ausfahrsignal drüber ist. Dann lassen wir den bis hier hin reinfahren. Da haben wir ja Detektoren drin. Also der fährt dann eh bis da vorne rein. Dann schauen wir mal, was das für die Zugnummer ist und wo er hier hin muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass der hundertprozentig da auf 160 fährt. Wer da der nächste? Hier. 1715.
So, und drüber, du wartest 245051. 245, wo ist das? 245050? Hä? 245051. Jetzt doof. 245051, ja. Und, warte mal, 421025. Sag mal, 421025. Das ist bei mir auch nicht da. Sind das wieder Züge, die nichts bei mir verloren haben? Ah, wunderbar. So, und wo genau schickst jetzt du den? Ah, auf Gleis 4. Also hier oben. Oder? Na gut, nachdem ich jetzt wieder hier drin bin, werden wir hier die Fahrstraßen zurücknehmen. So, und da ist der Kollege. Das ist 421052. 421052. Ja, keine Ahnung, wo ich mit dem hin soll. Ist der Befo 444052. Weißt du was, ich schicke dich jetzt erstmal da lang, weil da fahren auch die anderen Güterhainis lang. Ich wünsche dir viel Spaß. Hier alles KI. Wo ist er denn? Sichtweite? Nee, der ist da hinter der Kurve. So, dann werden wir das hier auch nochmal kurz bestätigen. 444052. Okay, das Video endet gerade in ein FTL-Video. Aha, jetzt kommt er daher. Alles klar, und da kommt auch der andere. Okay, ich denke mal, das ist jetzt schon ein bisschen too much für das Video, weil ich wollte ja nur die Stationen kurz vorstellen. Soll jetzt kein Tutorial werden oder ein FTL-Video. Habt ihr trotzdem hier mal eine kleine Übersicht, was da so passieren kann. Also wie gesagt, von da kommen Züge, wie wir jetzt gerade sehen. Links nach rechts Verkehr, passt einfach auf, wohin ihr die Züge schickt, aber es ist eigentlich nicht so schwer. Und lasst euch von dem hier nicht beirren. Das ist alles nicht mehr da. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann zur nächsten Episode. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.